Es ist ein kleines Gebirge am nordwestlichen Rand der Karpaten. Die Mala Fatra, slowakischer Nationalpark und Wanderparadies. Bis vor 25 Jahren war die Mala Fatra ein beliebtes Wandergebiet der Ostdeutschen. Dann geriet es still und leise in Vergessenheit. Heute wird es gerade wieder entdeckt. Wegen seiner ursprünglichen Schönheit und der Menschen, die so sind wie mein Wanderpartner. Ja, dobrý deň aus der Slowakei. Sie waren ja bestimmt auch schon mal hier unterwegs, zum Beispiel wandern in der Hohen Tatra. Aber ich sag Ihnen was, die Slowakei, das ist noch so viel mehr als nur die Hohe Tatra. Deshalb zeige ich Ihnen heute die Mala Fatra, die kleine Fatra. Und mich begleitet heute Vlado Trulik. Du lebst hier, bist hier aufgewachsen. Ja. Wanderführer. Ja. Und hast gleich mal zwei Touren rausgesucht für mich. Ja, eine kleine zum Einwöhnen in die Schlucht Djeri. Ja. Und eine größere zu dem Veľký Krivaň. Das klingt nach Berg. Ja, der ist 1710 Meter hoch, also ist schon ein... Also heute erstmal schön zum Eingewöhnen was und morgen dann volle richtig. Kraft voraus. Morgen dann richtig. Gleich hinter dem Dorf Stefanová sind wir drin im Blumenparadies Mala Fatra. Es blüht zuverlässig vom Frühjahr bis zum Herbst. Viele Wanderer kommen gerade wegen der Blumen. Wir sind spät dran, aber ein paar Klassiker sind noch da. Das hier sieht doch aus wie Minze, also die Blätter. Mhm. Das ist die Rosenminze. Mhm. Ja, riecht man auch. Mhm. Und hier Baldrian. Brauchst du eine kleine Beruhigung? Ich nicht unbedingt. Was ist das, Vlado? Das sieht ja ein bisschen aus wie Löwenzahn fast. Das ist der Wiesenbocksbart. Wiesenbocksbart blüht nur Vormittag. Das ist der rote Zahntrost. Zahntrost, gut gegen Zahnschmerzen. Vielleicht, aber das ist die Nesselseide. Chlorophyllfreie Schmarotzer. Holt sich alles, was sie braucht, von der Wirtpflanze. Dann haben wir schon eine ganze Menge gefunden für Spätsommer. Ja, und da ist noch viel mehr. Die schöne Wespenspinne zum Beispiel. Oder der sportliche Warzenbeißer. Na, das war ja schon mal zum Warmwerden jetzt. Ja. Jetzt hat man auch einen schönen Blick, oder? Ja, jetzt sieht man schon den Veľký Krivaň. Das ist der Fatranský Veľký Krivaň, weil es gibt dann auch noch den Tatra Krivaň. Wir heben uns den großen Fatra Krivaň für morgen auf. Das hat Vlado als fürsorglicher Wanderführer so festgelegt. Aber wo hast du eigentlich so gut Deutsch gelernt? In Deutschland. Ich habe in Deutschland gearbeitet und da ist was hängen geblieben. Und als Wanderführer, wie lange machst du das schon? Auch so etwa 15 Jahre lang. Ja. 10 Jahre lang bin ich dann offizieller Wanderführer. Mhm. Hat mir schon immer Spaß gemacht, da draußen zu sein. Und jetzt mache ich es beruflich. Und was ich also total beeindruckend finde, also dass du jede einzelne Blume, Pflanze kennst, immer eine Geschichte parat hast, wo hast du das alles her? Also die Biologie habe ich aus der Schule, obwohl nur die landwirtschaftliche Biologie habe ich gelernt. Mhm. Den Rest habe ich durch Selbststudium und einfach habe ich mir selbst eingeeignet. Mhm. Und jetzt hier das erste Päuschen, oder? Nein, nein. Das erste Bier ist noch zu früh. Das machen wir erst Nachmittag, wenn wir wieder zurückgehen. Aber dann gleich zwei. Ja, hoffentlich hat die Bude noch auf. Die alte Hütte am Poggia ist für die meisten eine fest eingeplante Verpflegungs- und Pausenstation. Die Wanderer kommen überwiegend aus der Slowakei und aus Tschechien. Immer öfter sind es auch Österreicher und Deutsche. So viele, dass an schönen Tagen schon mal das Bier knapp wird. Aber der Nachschub kommt umgehend.
Der Hlboký potok, der tiefe Bach, ist unser Wegweiser durch die Schlucht Dieri. Ein wenig rutschig. Mhm. Soll ich dir helfen? Noch nicht. Aber du gehst hier wahrscheinlich 100.000 Mal hoch und runter und kennst die Strecke aus dem FF, oder? Einmal in der Woche gehe ich hier durch, um zu schauen, was sich hier verändert hat. So richtig langweilig ist es aber nicht. Und was hast du heute schon Neues entdeckt? Das ganze Bachverlauf ist ständig in Bewegung und es ändert sich immer wieder was. Zum Beispiel hier der Teil von der Treppe ist zu einem vierspurigen Wasserfall geworden. Aus vierspurig wird schnell wieder einspurig. Und an den Engstellen droht Staugefahr. Der Weg ist alles andere als eine Uferpromenade und man muss wirklich aufmerksam unterwegs sein. Zwischen den Felsen ist es schattig und feucht und es weht immer ein kühles Lüftchen. Dieses Klima schätzen die Schluchtenbewohner. Was ist denn das hier für eine schöne Pflanze? Das ist der Tarant, Svertia perennis, nach dem holländischen Botaniker Svert genannt. Ein typischer Schluchtenbewohner. Und selten oder findet man an jeder Ecke? Also die wächst wirklich nicht. Überall braucht schon bestimmtes Klima, feucht und die dunkellila Farbe ist eigentlich sehr selten in der Pflanzenwelt. Die Dieri-Schlucht als Schaustück vom Nationalpark. Den gibt es seit 1988. Und er ist immerhin fast doppelt so groß wie der Nationalpark Harz. Na, das ist aber wirklich ein spektakulärer Weg. Der zeigt, was das Wasser macht, wenn es auf weiches Gestein trifft und wenn man ihm Zeit gibt. Es schabt Strudeltöpfe aus, legt fotogene Wasserfälle an und sorgt für kaltes Rauschen. Wow. Na, hier könnte man wirklich schön runterrutschen. Canyoning. Aber nur Fackel da drin. Ja. Vlado ist in der Wildnis der Malafatra zu Hause. Hier gibt es noch Braunbären, Luchse und Steinadler. Sie leben in dichten Wäldern, auf einsamen Wiesen oder brüten ganz oben in unzugänglichen Felsen. Im Winter sucht er tagelang nach Wolfsspuren für ein Monitoringprojekt von Wolfsforschern. Vielen seiner Gäste hat er die seltenen Tiere zeigen können. Ich gehöre noch nicht dazu. Nach 3 Wanderstunden kommen wir zurück in unseren Ausgangsort, nach Stefanová. Ein winziges Dörfchen auf Tuchfühlung mit den Wiesen und Wäldern ringsherum. Ein Ort ohne Kirche und Lebensmittelladen. Irgendjemand hat hier wohl die Zeit angehalten. Das ist aber mal ein schöner Empfang, finde ich. Das ist nur extravagant uns da. Also was ich aber auch mag, sind hier diese alten Häuser. Alles schön aus Holz. Das sieht so richtig nach Bergdorf aus, finde ich. Ja, früher hat man eigentlich nur noch vom Holz gebaut. Es gab genug Holz da, also ja. Man hat das genommen, was zur Verfügung stand. Mhm. Ist ja meistens immer so auf dem Land. Also man nimmt das, was da ist. Im Thüringer Wald bei uns ist es Schiefer übrigens. Und hier sieht man ja auch an der Ecke, wie das gebaut wurde, also so ineinander gesteckt. Man nennt das Schwalbenschwanzverbindung und ist ein ganz tolles Handwerk. Haargenau aufeinander gepasst. Mhm. Du siehst hier auch, dass die Balken nicht gesägt worden sind in einem Sägewerk, sondern mit einem Axt zurecht bearbeitet.
Naja, und heute wird auch noch so gebaut. Ist ja eigentlich schön, oder, dass sich das bis heute erhält? Ja, das ist ein wunderschönes Holzdach. Da nimmt man Tannenholz und das Restliche wird von Fichte gemacht. Stefanová ist der Touristenstützpunkt im Gebirge. Es gibt das ganze Jahr über gemütliche Unterkünfte und rustikale Verpflegung. Ein gastfreundliches Örtchen mit dem Faible fürs einfache Leben. Auch für uns geht der erste Tag kulinarisch angemessen zu Ende. Na, das qualmt ja schon ordentlich. Ist ja sicherlich auch schon fertig. Oh, lecker. Unser Plan für Wandertag Nummer 2. Gipfelsturm auf den Krivan. Normalerweise beginnt der mit der Kabinenbahn. Diesmal nicht. Es ist gerade mal 4 Wochen her. Da hatte die Natur im Tal für ein paar Minuten ihre eigene Dynamik entfaltet. Ja, das Unwetter hat eine riesengroße Lawine losgelöst. Also eine Steinlawine oben in den Bergen, die hier runtergerauscht ist. Genau, die kam aus den Bergen hier runter und ja, hat die Seilbahn, die Talstation, alles kaputt gemacht. Und das war ein einfacher Regen? Wie muss ich mir das vorstellen? Es gab einen Regen und infolge von dem starken Regen hat sich die Lawine, die Steinlawine, in Bewegung gesetzt. Und die Talstation könnte sie nicht aufhalten. War das tagsüber oder nachts? Es war Nachmittag. Nachmittag. Das heißt, hier waren auch noch Menschen und voller Betrieb? Der Parkplatz war voll. Ja. Die Seilbahn in Betrieb. Natürlich, irgendwann haben sie sie gestoppt. Aber ein paar Leute sind oben geblieben, einige waren hier runter. Mhm. Gott sei Dank ist keinem was passiert. Keiner verletzt? Keiner verletzt. Mhm. Gut 1,5 Stunden später erreichen wir die Bergstation. Jetzt endlich sieht man ja auch mal ein bisschen was von der Landschaft. Da unten im Tal, Vlado, da fühle ich mich fast ein bisschen eingesperrt. Ständig ist irgendwo ein Berg und versperrt die Sicht. Aber jetzt kann man endlich weit gucken. Am Snilovske Sedlo haben wir schon 750 Höhenmeter hinter uns. Und ab hier haben wir jetzt noch mal etwa 200 Höhenmeter bis zu dem Gipfel Veliki Krivan. Also hier jetzt hoch, wieder runter und dann? Das haben wir Vormittag gemacht und Nachmittag gehen wir hier weiter. Ja. Erstmal zu dem Chleb. Ach, Chleb, das weiß ich, das heißt Brot. Genau. Russischunterricht. Dann ist der nächste Berg heißt Hromove. Der wird, ja. Ja. Da, wo die Blitze schlagen, über die Wände. Dieser lange Kamm. Das ist der lange Kamm. Der nächste Hügel heißt auch nochmal Wände Norden. Und da, wo es runtergeht, richtig runtergeht, der dunkle Hügel, das ist der Mittagsgrün. Oder Poludnjovi Grun. Ab dem Punkt gehen wir runter. Das ist aber noch ein ganz schönes Programm. Zum Vergnügen bist du doch nicht hierher gekommen, oder? Na dann. Der Schlussanstieg auf den Krivan, den höchsten Berg der Malafatra, ist leicht. In 40 Minuten sollten wir den Gipfel erreicht haben. So steht es am Wegweiser. Wenn man sich nicht mit floralen Betrachtungen aufhält. Das ist der Karpaten-Enzian. Wie heißt das auf Slowakisch? Horček Karpatský. Horček Karpatský. Oder Gentianella Carpatica. Das ist ein Latein. Genau. Du kennst wahrscheinlich auch jede Pflanze dreisprachig, oder? Fast. Schön, oder? Die Farbe sieht aus wie meine Jacke. Wenn du dich in so eine Enzianwiese hinlegen würdest, es merkt dich keine. Solche Farbenspiele begeistern Botaniker vor allem im Frühjahr. Dann blühen neben der Orikel verschiedene Enziane, zum Beispiel der Clusius-Enzian und etliche Orchideen.
Normalerweise herrscht auf den Wegen zum Krivan Hochbetrieb. Jeder Slowake will einmal im Leben auf dem Berg stehen. Aber der Andrang ist überschaubar. Selbst auf dem Kammweg vom kleinen Krivan kein Wanderer in Sicht. Wenn die Bahn in Betrieb wäre, haben wir hunderte andere da. Wirklich, wäre das dann so überlaufen hier? Ohne Seilbahn würden die Menschen einfach gar nicht hier hochkommen. Viele zumindest nicht. Nur wir zwei? Bis auf die harten Tippen, die uns dann entgegengekommen sind. Krivan bedeutet so viel wie Krummhorn oder Ochsenhorn. In der Hohen Tatra, ein paar Kilometer weiter östlich, hat der Krivan noch einen Namensvetter. Der bringt's immerhin auf 2494 Meter. Die letzten Meter. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Höher geht's hier nicht in der Malafatra. 1709 Meter. Stimmt's? Genau. Ja, Vladu kriegt's auch. Du hast es geschafft. Ah. Wir genießen die Blicke nach Osten zur Hohen Tatra, nach Südosten zur Niederen Tatra. Und schließlich nach Süden zur großen Fatra. Das Tal des Flusses Var hat noch Sonne. Bei uns ist sie schon verschwunden. Bergwetter eben. Nur ist gut, dass wir jetzt schon runter sind vom Krivan, oder? Aber sorry, regnen wird es heute, glaube ich, nicht mehr. Die waren den Schrecklichen, haben wir gerade bezwungen. Oh, ein großer Schritt. Deshalb brauchen wir nach 4 Wanderstunden dringend eine Pause. Bald erreichen wir die Chatapot Chlebom. Und weil Vlado den Krivan-Gipfelschnaps vergessen hatte, müssen wir die Zeremonie hier nachholen. Pozdravi. Auf die Berge. Pozdravi. Auf die Berge. Weil die Berge, das ist die Schönheit. Und wie lange bist du jetzt schon Hüttenwirt? Seit 7 Jahren. Auch seit 7 Jahren? Seit 2008. Es war eine sehr verfallene Hütte. Ich war eine begeisterte Skitourfahrerin. Oder Skitouren, ja. Skitourerin. Mit den Fellen unten. Eben. Bin ich oft da gegangen und ich dachte mir immer, so ein schöner Platz, weißt du, und so eine verfallene, schirche Hütte. Mhm. Es war wirklich nicht schön, nicht gut gemacht. Na, und dann habe ich die Gelegenheit, es zu nehmen, ja. Alleine, ohne den Drachen noch. Das ist dein Freund? Das ist mein Freund jetzt. Aber damals war er noch nicht. Ne? Eine alleine Frau. Dann sagte ich mir, naja, was, ich versuch's. Ne? Na, und so hat es angefangen. Und das war die Liebe. Das musst du lieben, die Arbeit, weil es ist wirklich sehr hart. Es sieht zwar sehr romantisch aus, aber es ist einfach nur Arbeit, Arbeit, mhm. Arbeit, Arbeit. Mhm. Aber die Berge geben dir viel Energie, ja. Weißt, das ist eben das. Mhm. Ja, das geht das mir auch so. Danke dir. Mensch, Vlado. Wenn ich schon den Schnaps vergessen habe. Wenn ich schon den Schnaps vergessen habe. Ja, ist was. Das sind die Produkte. Ich finde ja, die Qualität einer Hütte, die wird ja immer daran bemessen, was gibt es zu essen. Eben. Das sieht ja schon ganz gut aus. Wenn ich da gekommen bin, das hat alles wirklich so schlecht ausgeschaut. Da sagte ich mir, was kann ich den Leuten bieten? Wärme und Essen. Mhm. Nichts anderes. Dann habe ich angefangen, richtig gut kochen. Aber wie zu Hause. Viel Fleisch, viel große Portionen und alles wie zu Hause gemacht. Die Leute waren sehr dankbar dafür, weißt, dass sie da wirklich ein gutes Essen kriegen. Und das ist bis jetzt so. Und ich muss jetzt sagen, nach all den Jahren, dass sehr viele Leute jetzt einfach nur zum Essen kommen. Mhm. Nicht touristisch machen. Naja, ich meine, es lohnt sich ja auch. Es ist ein ordentlicher Aufstieg, dann kann man hier auch ordentlich zulangen. Eben, am Ende. Eben, das sagte ich immer. Es muss warm sein und man muss gut essen und ein gutes Bier bekommen. Das sind 3 Sachen. Und oder einen guten Schnaps. Ja, Schnaps muss auch. Das kann auch sein. So, na zdravie. A drahoško nie możesz si dać, nami? Na zdravie. Auf die Berge, oder? Mhm. Und auf die Gesundheit. Und den Weltfrieden. Und Schönheit unserer Frau. Wenn du auf dem Berg bist, dann bist du gesund. Weil krank kommst du da nicht.
Bevor meine Trinkfestigkeit noch gründlicher überprüft wird, machen wir uns wieder auf den Weg. Da hinten, das ist die Hohe Tatra, oder? Ja. Das Gebirge in den Wolken. Versteckt sich immer noch vor uns. Wow. Überall Heidelbeeren noch. Muss gleich die nächste Pause einlegen. Die sind in voller Reife. Ahoi. 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 Oben wartet der Berg Romove. Da wollen wir hin. Auf den Kammweg, den wir vorhin verlassen haben. Auf halber Strecke passiert dann aber, womit man im Gebirge immer rechnen muss. Hier oben kommt der Wind aus erster Hand, Vlado. Das ist der Ostwind. Okay. Vor uns liegt noch eine knappe Wanderstunde auf dem Kammweg. Die dicken Wolken rutschen immer tiefer. Ja, ahoi. Leute, ahoi. Gerade so können wir noch runter ins Tal schauen. Schau mal, Alex, von hier kann ich dir die verschüttete Gondelbahn zeigen. Da unten. Die Taustation. Ja. Da sind wir jetzt bei dem Ursprung. Von hier ging es los. Die Steinlawine. Ja. Ist hier von Romove runtergestartet und auch hier von Wende. Das muss ja wirklich auch ein Mordslärm gewesen sein, wie das hier runtergerauscht ist, oder? Ja. Unvorstellbar eigentlich. Bis zu 1 Meter stark war die Erdschicht, die es in Bewegung gesetzt hatte. Ja. Das Wetter wird jetzt richtig fies. Der Wind schiebt erst die Wolken und dann den Regen quer über den Weg. Eine augustübliche Nachmittagsschlechtwetterfront zieht auf. Und hat noch ein Gewitter im Schlepptau. Meine Güte. Also, das ist nicht das Ende der Welt, keine Angst, auch wenn es so aussieht. Aber das ist jetzt das Ende meiner Kammwanderung durch die Malafatra. Aber ich kann Sie trösten, beim nächsten Mal gibt's noch mehr. Ich werde nämlich mit Vlado auf den Velký Rozotiec steigen. Das ist nach dem Krivan der zweithöchste Berg. Und ich hoffe ganz stark, dass das Wetter dann besser ist, Vlado. Ich habe festgestellt, du bist belastbar. Und ich verspreche dir auch besseres Wetter. Ich nehme dich beim Wort. Alle Infos zu diesen beiden Touren durch die Malafatra finden Sie natürlich auch bei uns im Internet unter mdr.de, heute auf Tour, oder auch auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie dort auch Ihre schönsten Gipfelfotos aus diesem Sommer posten. Ich hoffe, Sie hatten schöneres Wetter als wir. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Ahoi, sagt man in der Slowakei. Bis dahin. Wir nehmen jetzt hier die slowakische Variante, den kürzesten Weg, schwarze Skipiste. Ich hoffe, es geht gut. Ahoi. Das war also unsere Tour. Von Stefanová aus zur Bergbahn Talstation, dann hinauf zum Gipfel des Velký Krivan, rund um den Berg Chleb und über den Kammweg zurück nach Stefanová.